Berlin im November 1989. Die Mauer fällt. Die Freude war so groß, dass viele Menschen darüber vergaßen, wie sehr sich die Welt in jener Nacht am Rande eines Abgrunds bewegte. Zeuge des Geschehens an diesem 9. November 1989 war auch ein Soldat der DDR-Grenztruppen. Zum ersten Mal spricht er über seine Erlebnisse an der Mauer, dem jahrzehntelang fast so gut wie unüberwindbaren Todesstreifen zwischen Ost und West. In jener Nacht hätten die Ereignisse ebenso gut in einer Katastrophe enden können. Ich war völlig fassungslos. Das konnte nicht geschehen, nicht heute Nacht. Die Berliner Mauer. Fast drei Jahrzehnte lang ist sie das Symbol des Kalten Krieges. Wir erinnern uns alle an Churchills berühmte Worte vom eisernen Vorhang, der sich über Europa gesenkt hat. Die Berliner Mauer war dafür das sichtbarste Beispiel. Nach dem Auseinanderfallen der Anti-Hitler-Koalition trennte der eiserne Vorhang zwei unterschiedliche Machtblöcke in Europa: die kapitalistischen Staaten im Westen und die sozialistischen im Osten. Berlin, im Herzen der sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, ist als Vier-Sektoren-Stadt ein Sonderfall. Hier verläuft die Grenzlinie mitten durch die Stadt. Vom Kriegsende bis zum Mauerbau 1961 flüchteten die Menschen in Scharen aus dem sowjetischen Sektor nach West-Berlin. Um diesen Massenexodus zu stoppen, zog die DDR die Mauer hoch. Eine Grenzmauer aus Beton, mehr als 3,5 Meter hoch und scharf bewacht, trennte jetzt die Bürger der DDR von West-Berlin. Immer wieder versuchten Menschen zu flüchten. Einigen wenigen gelang es. Mindestens 125 starben an der Mauer. Im Schatten der Mauer duldete ein Polizei- und Geheimdienstapparat keinen Widerspruch. Wer opponierte oder im Verdacht stand, die sogenannte Republikflucht zu planen, wurde oftmals willkürlich festgenommen und zu langen Haftstrafen verurteilt. Doch 1985 erschien ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Michail Gorbatschow, der neue starke Mann der Sowjetunion. Ich traf mich mehrmals mit Gorbatschow. Er dachte nicht daran, seinen Machtbereich mit militärischer Gewalt zusammenzuhalten. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan versuchte schon bald, die neuen Möglichkeiten auszuloten. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Im Frühsommer 1989 schien es, als könnte dieser Wunschtraum in Erfüllung gehen. Der eiserne Vorhang bekam erste Löcher in Ungarn. Den Bedingungen der Zeit damals würde ein SED-Mann gesagt haben, eine eigenmächtige Handlung der Ungarn. Ungarn war eines der wenigen Länder, in die DDR-Bürger frei reisen konnten. Als die Ungarn begannen, ihre Grenzanlagen zu Österreich abzubauen, machten sich im Sommer 1989 Tausende von DDR-Bürgern auf den Weg nach Süden. Jeden Tag flohen Dutzende von Menschen über die nicht mehr so stark gesicherte Grenze und entkamen nach Österreich. Dieser Weg war riskant, ein wirklich gefährliches Unternehmen. Robert Krause und seine Freundin Jana gehören zu der Generation, die bereits unter kommunistischer Herrschaft geboren wurde. Für einen Neuanfang im Westen sind sie bereit, alles zu riskieren. Sie haben einen gewagten Plan.